Eine sehr helle Einrichtung mit zwei kleinen Kindern ist nicht einfach. Ich bereue es trotzdem nicht. Ich finde es wunderschön, aber ich muss schon viel hinterher aufräumen. Mein Sofa reinige ich mindestens einmal die Woche mit einem Polsterreiniger, um Flecken vorzubeugen. Und ansonsten haben wir viele kleine Versteckmöglichkeiten, wo wir die Kinderspielsachen verstauen. Zum Beispiel unsere Kommode ist randvoll mit Spielsachen. Ich verstecke auch gerne mal das ein oder andere unterm Vorhang oder lege eine Decke über einen Spielzeugkorb. Dann fällt es im ersten Moment gar nicht auf, was da wirklich versteckt ist. Meine Tochter hat sich schon immer ein Einhornzimmer gewünscht. Sie ist absoluter Regenbogen-Glitzer-Fan. Und sie hat natürlich ihre Zuckerwatten-Regenbogen-Wolkentapete an ihrer Wand bekommen. In ihrem Kinderzimmer gibt es auch sehr viele Orte, an denen sie sich verstecken kann. Sie liebt ihr kleines Zelt, ihre Rollenspiele, in ihrer Küche was zu kochen, ihre Kuscheltiere zu versorgen und einfach zu toben. Ein Tipp für aufgeräumte Kinderzimmer ist viel Stauraum. In den großen Schränken lassen sich ganz bequem die Spielsachen verstauen und wenn die Tür zu ist, sieht alles viel ordentlicher aus. Meine Kinder bedeuten mir die Welt. Ich liebe sie über alles. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ab und zu bringen sie mich wirklich an die Grenzen. Es ist nicht nur immer leicht und schön, Mama zu sein. Man muss auch sehr viel zurückstecken, aber man bekommt auch immer sehr viel zurück. Hier ist es natürlich noch ein Kleinkindzimmer, noch sehr niedlich eingerichtet. Und beim Großen, der kommt jetzt im Herbst in die Schule, da haben wir jetzt so diesen Wandel gerade hinter uns, wo wir so die Kleinkindsachen rausgenommen haben. Und jetzt hat er einen Schreibtisch drin mit einem Bürostuhl und kann dann dort seine Hausübungen machen und sich auch zurückziehen. Ich bin bisher eigentlich meistens so vorgegangen, dass ich, wenn ich etwas gesehen habe, dass ich das dann irgendwie gekauft habe oder mir besorgt habe. Und ich habe selten wirklich ein Konzept gemacht für einen Raum. Das merkt man ab und zu auch. Hier war es mir natürlich wichtig, dass es einfach ein gemütlicher Raum ist, dass sich meine Tochter wohlfühlt, dass es farblich zusammenpasst. Und das weiße Bett hatten wir schon seit Jahren als Gästebett. Da war es mir dann auch wieder wichtig, Holzmöbel dazu zu nehmen, dass es nicht zu steril wirkt. Im oberen Bereich haben wir unsere Schlafräume und auch die Zimmer der Mädels. Hier war mir besonders wichtig, dass es super gemütlich ist. Wir haben vom Farbkonzept her dieselben Farben verwendet wie im unteren Bereich und ganz, ganz viele Kissen und Lampions und auch Lichterketten eingesetzt, damit es super gemütlich ist und wir hier wieder mehr Zeit verbringen können. Meine Kinder sind für mich das allergrößte Wunder auf der Welt. Ich finde, es gibt nichts Faszinierenderes, als sie aufwachsen zu sehen und zu sehen, wie sie sich entwickeln. Sie dürfen immer so sein, wie sie sind, auch wenn wir hier sehr clean und minimalistisch leben, dürfen die Kinder sich natürlich austoben und trotzdem Kinder sein. Und das ist mir auch ganz wichtig, auch wenn es jetzt hier sehr aufgeräumt ist, ist es natürlich nicht im Alltag immer so und die Kinder dürfen Kinder sein. Das Mädchenzimmer habe ich natürlich ganz in rosa gehalten. Ich habe mir immer ein rosa Mädchenzimmer gewünscht und meine Tochter liebt auch ihre rosa Kleidung. Und wie man sieht, ist das ganze Zimmer in diesen Farben gehalten. Und für das junge Zimmer haben wir eigentlich klassisch beige, bisschen gemischt mit der bunten Tapete gewählt und gar nicht so viel drauf geachtet, dass es eine bestimmte Farbgebung hat. Also was ich wirklich empfehlen kann für Ordnung im Kinderzimmer sind Körbe. Die habe ich in beiden Zimmern und das ist auch einfach was, was Kinder auch schon verstehen können, wenn man sagt, komm, jetzt räumen wir alles, was rumliegt, wieder in den Korb. Und das machen sie auch ganz gerne und dadurch bleibt einfach alles auch immer schön aufgeräumt. Wenn uns wo Farbe wichtig ist, dann absolut im Kinderzimmer. Also wenn was farbig sein darf, dann hier. Hier war uns wichtig, dass sie die Kids gut selber beschäftigen können mit einer kleinen Malecke, die sie einfach ja selber nutzen können, mit viel Stauraum, mit Büchern, Spielsachen. Und ja, hier haben wir noch ein DIY von meinem Mann, wo die Kids toben können und eine ganz tolle Zeit haben. Mein Leben war schon immer sehr strukturiert und das haben die Kinder ein bisschen aufgebrochen, was vollkommen okay ist. Also mein Alltag ist jetzt um einiges bunter und ja, ich lieb's Mama zu sein und für mich gibt's nichts Schöneres. Hier im zweiten Kinderzimmer sieht man auch schon das Thema. Grün ist hier das Motto und es liegt daran, dass mein Sohn ganz, ganz großer Dino-Fan ist. Auch hier in dem kleinen Haus wohnt ein Dino. Der wird auch täglich gefüttert mit Gummibärchen, die die Mama dann ganz schnell essen muss, damit es so ausschaut, als hätte der Dino die gegessen. Ja, auch hier kann sich mein Sohn verwirklichen, kann malen, kann sich zurückziehen und hat hier einen gemütlichen Ort, wo er selbst sein kann.
Auch hier haben wir viel Stauraum, es ist alles gut versteckt. Mein Sohn kennt sich hier bestens aus. Er hat verschiedene Kisten, ja, mit verschiedenen Sachen. Es ist alles sortiert, er möchte die Struktur auch, er kann das handhaben, wie er das möchte. Und ja, pro Kiste haben wir quasi ein Motto. Bei der Auswahl vom Bett haben wir uns auch umgeschaut, wo wir Stauraum reinbringen können. Hier verstecken sich Kleidung, Spielsachen, alles, was man eben so braucht. Und unter anderem wohnt hier noch ein kleiner Wichtel. Der ist mein Sohn ganz wichtig. Mein Sohn ist ein eher ängstlicher Typ und durch den Wichtel fühlt er sich hier super wohl und weiß, hier ist jemand, der auf ihn aufpasst.